Okay, Freunde, bevor das Video beginnt, ich blende euch jetzt einmal im Hintergrund was ein. Gerne über den obersten Link in der Videobeschreibung auf meinem Spitch-Link gehen. Da kommt ihr in meine Gruppe. Ich zeige euch im Hintergrund, was ihr machen müsst. Ihr könnt einfach kostenlos am Wochenende teilnehmen, könnt ihr allgemein coole Gewinne abstauben. Gleichzeitig, wenn ihr auf den Link draufdrückt, kommt ihr in meine Gruppe rein. Und der Gewinner, der in meine Gruppe ist, ich glaube, wir sind gerade 270 Leute drin. Vielleicht bekommen wir die 300 Leute voll. Es ist komplett kostenlos für euch. Ihr müsst euch nur euer Bundesliga-Team zusammenbauen. Ich habe mal mein Bundesliga-Team auch fürs Wochenende zusammengebaut. Sie können jetzt in Real Life übers Wochenende Punkte sammeln. Bayern spielt gegen Reuter Fürth. Ich glaube, sie werden auf jeden Fall ein paar Punkte sammeln können. Deswegen habe ich mir auch Müller und Lewandowski zum Beispiel reingepackt. Gerne einfach euer Team fertig machen. Kostenlos absenden. Über den Link kommt ihr in meine Gruppe rein und die zwei Gewinner, also Platz 1 und Platz 2, bekommen eine 20er PSN-Karte von mir, Xbox oder Steam-Guthaben-Karte. Also alles for free für euch. Gerne über den Link reinkommen. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Video. Viel Spaß und ja, let's go. Peace, Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal und erstmal schönes Wochenende, schönen Samstagmorgen. Wir haben heute einiges zu besprechen über Fake Leaks, über SBCs, die noch kommen, wie unter anderem erneuern. Bevor wir auf das alles eingehen, lasst gerne Like da. Jungs, da muss mehr gehasselt werden. Greift mal die 800 Likes an und in der ersten Stunde die 250. Glaubt mir, das pusht extrem den Algorithmus. Lasst gerne Like da, kommentiert gerne was. Würde mich wirklich sehr freuen. Dann würde ich sagen, gehen wir rein ins Video und ja, let's go. Fangen wir erstmal mit der Frage an, die ich derzeit echt doch am meisten gestellt bekomme. Ich glaube, das ist aber auch verständlich. Ich habe einen TikTok dazu gedreht, was ganz gut abging. Ich glaube, 20.000 Views plus hat es gehabt. Dann habe ich dazu ein Video gebracht, was verständlich ist, wo Leute sich dann natürlich fragen, Robby, wo bleibt die R9-SBC? Die Frage kommt mal oft im Stream vor, dann auch in den Kommentaren, wo bleibt die R9-SBC? Habe nur diese Informationen ganz kurz vorweg. Es sind halt immer nur Leaks. Bedeutet nicht, dass es jetzt fake war. Zu Fake-Leaks kommen wir gleich zu sprechen. Food Sheriff ist der einzige. Ich glaube, das können auch alle anderen bestätigen, also alle anderen YouTuber oder Trader, Leaker, wie man sie nennt, der halt immer zu 100% richtig liegt. Es gibt noch Foodzone, der aber auch schon in der Vergangenheit viele Fehler hatte. Grüße an Mbappé Flashback SBC, die kommen sollte. Oder halt auch FIFA 22 Leak-Seiten, die auch nicht immer richtig liegen, was okay ist, aber Food Sheriff ist da eigentlich die 100%ige Quelle. Es ist ja auch noch nicht zu spät, R9 kann ja trotzdem kommen. Und wir hatten halt diese Informationen, ich bin extra komplett runtergescrollt, am 5. Februar. Und zwar, boom, ich weiß nicht, was los ist mit EA, aber wir bekommen endlich eine gute Icon SBC, schreibt er, mit R9 kommt während des Future Stars Event als SBC. Das war die Information, die wir hatten. Future Star Event ist vorbei. Wir haben seit gestern das Road to the Final Event draußen, wo wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Und wir haben keine R9 SBC bekommen. Jetzt fragt man sich natürlich, waren das Fake Leaks? Das glaube ich sowieso nicht. Ich glaube nicht, dass er irgendwie es nötig hat, irgendwelche Fake Leaks, sage ich mal, zu posten. Er ist ja auch wirklich sehr beliebt bei der Community, weil er halt immer richtig liegt. So, er postet einen Tag vorher sogar die offiziellen Stats und alles andere mit dem kompletten Team zu dem Road to the Final Event zum Beispiel. Aber ich bin mir sicher, wenn ihr nur meine Meinung hören wollt, dass ich das endlich mal abgeschlossen habe. Ich glaube, R9 wird noch kommen. Wann es natürlich soweit sein wird, wenn ich jetzt sage, ey, ich glaube in den nächsten 2 Wochen und er kommt in den nächsten 2 Wochen nicht, dann haben wir in den nächsten 2 Wochen dann halt wieder die Kommentare, Robby, wo bleibt jetzt R9? Das Ding ist, wir hatten zum Beispiel den Post von FIFA Leaks gestern. Der Kollege hat auch 3000 Follower und hat gestern gepostet, Confirmed Player, Manuel Neuer, Renato Sanchez, Llorente, Kim Pembe, Mondi und Lisandro Martinez. Alle haben gestimmt, außer der Kollege, der ist nicht rausgekommen, Ferland Mondi und Manuel Neuer auch nicht. Ich habe dann aus Joke gestern im Stream mal diesen Post rausgehauen. Nice, Neuer und Mondi, wirklich nur als Joke, so ihr kennt meinen Humor, Jungs, bin eh komplett kaputt, was das angeht. Und er hat auch kommentiert, sie haben es geändert. Hab dann auch kommentiert, so dass er nicht denkt, ey, ich war auf Beef aus, sondern sollte einfach nur so als Joke, Joke-mäßig gemeint sein. Ich habe diese Information auch im Video benutzt, weil ich dachte, okay, es ist safe. Da habe ich halt gesehen, Robby, vertraue halt wirklich nur noch Food Sheriff, weil Food Sheriff auf Twitter wirklich eigentlich zu 99% oder was jetzt zu 99% bis jetzt eigentlich zu 100% immer was er gepostet hat auch gekommen ist, bis halt diese R9 SBC. Ihr seht, EA hat es geändert, hat er geschrieben. Wir glauben das Ganze einfach mal und wenn es EA echt geändert hat, kann es ja auch wie mit R9 sein, dass sie es erstmal geplant hatten zum Future Star Event zu droppen. Sie haben ja auch, sage ich mal, ihr Kalender, ihr Plan und ihre Datenbank und da kann man das wahrscheinlich auch einsehen, sonst wird so ein Food Sheriff nicht einfach posten, ja ey, zum Future Star Event kommt R9. Das war bestimmt eingeplant und sie hatten es auch wahrscheinlich hier geändert, gehe ich von aus, dass R9 geplant war für das Future Star Event und EA das dann doch, sage ich mal, umstrukturiert hat und geändert hat. Vielleicht kommt er jetzt in den nächsten 3 Wochen, nächsten 2 Wochen, aber der ist auf jeden Fall, sage ich mal, in der Datenbank so als SBC drin und ich bin mir sicher, er wird auf jeden Fall noch kommen. Also vielleicht zu den nächsten Icon-Spieler-Drop oder darauf wird er auf jeden Fall released werden. Da bin ich mir sicher, wenn ihr mich nach meiner Meinung fragt. Dann habe ich gestern nochmal ein Icon-Pack gemacht.
im Stream, also ein Icon-Player-Pick, jeder konnte ja zwei machen. In meinem ersten war Eusebio Maradona drin. Ja, und dann habe ich halt nochmal on-stream eins gemacht und da hatte ich dann Sokratis drin. Also Brasilien kam, Nesta war drin, Sokratis und Gerard. Keiner wirklich gut, landet auch wahrscheinlich dann in der nächsten, in die nächste SBC. Ich habe aber auch ein paar Road to the Final-Karten gezogen. Das war einmal unter anderem, dass ihr da Bescheid auf jeden Fall wisst, kommt gerne dafür in die Streams. Leandro Gomez, Vardy, Bowen und Kamara, das waren die vier Road to the Final-Karten, die wir gezogen haben, sind auch Vardy, obwohl er halt ein 90er Rating hat, sind halt alle dann in die Icon-Pick-SBC gelandet, weil ich damit nichts anfangen kann und daraus hatten wir dann Sokratis. So viel auf jeden Fall auch zu meinem Packluck, zu klein, also als kleines RTG-Update. Dann hatten wir gestern Rodrigo, De Paul und Bailly bekommen und jetzt wird es halt wirklich sehr interessant. Schreibt gerne mal in die Kommentare, das könnt ihr gerne mal kommentieren, auch für den Algorithmus. Wen seht ihr weiterkommen? Jetzt nicht, wie sie am Dienstag spielen oder am Mittwoch, glaube ich, spielen sie, ne? Dienstag, Mittwoch, sondern schreibt wirklich mal rein, wer glaubt ihr kommt hier in die nächste Runde? Das ist ein Spiel auf Augenhöhe, weil beide nicht gut drauf sind. Ich würde sagen, Atletico nochmal ein Stück schlechter vielleicht drauf. Ist schwierig einzuschätzen. Ich glaube aber, Manchester wird sich am Ende hier durchsetzen, Manchester United, und wird eine Runde weiterkommen. Abgesehen davon, um das, also auf das Spiel auf Mittwoch einzukommen, bei einem Unentschieden bekommen sie beide plus 1 Upgrade. Bei einem Sieg bekommt Manchester ihr Upgrade. Bei einem Atletico-Sieg bekommt dann Atletico ihr Upgrade. Also jeweils der Spieler dann. Und hier muss ich sagen, Bailly sieht wirklich sehr gut aus. Den könnte man mit Varane Flashback linken. Alex Telles ist erschienen als Road to the Final Karte gestern. Den kann man halt auch nochmal da linken. Der hat auf jeden Fall sehr gute Linkmöglichkeiten. Ist 1,86 groß. Auf den ersten Blick macht die Karte keinen schlechten Eindruck. 83er und 86er Team. Beide Spieler liegen bei 190.000 Coins, was fit geht, so mit ein bisschen SBC-Futter. So eine Karte auf dem Markt, wenn sie jetzt draußen wäre, wäre sie wahrscheinlich sogar nochmal ein Stück teurer. Deswegen finde ich, passt das. Rodrigo De Paul, auch eine coole Karte. Finde ich aber, gibt es zu viele bessere Alternativen. Selbst mit einem Upgrade, ja, weiß ich nicht. Findet man auf jeden Fall auf dem Markt für den Preis viel bessere ZM-Karten, finde ich. Deswegen wäre De Paul keine Option für meinerseits aus. Vielleicht für Leute, die Korea haben von Atletico, das wäre dann halt dieser Perfect Link. Aber ansonsten würde ich hier auf jeden Fall mit Bailly gehen, weil selbst wenn er kein Upgrade bekommt, sieht die Karte doch sehr stabil aus. Dann kommen wir zum nächsten Thema und das ist halt einfach das Icon-Content so. Icon/Investment-Content oder halt SBC/Investment-Content können wir eigentlich so das Thema ganz gut benennen. Wir jeden Montag der Zeit eine neue Icon-SBC bekommen. Die läuft halt erst in 8 Tagen ab. Also die läuft erst nächste Woche Samstag ab, die SBC hier, oder Sonntag dann ungefähr. Und wir haben gerade, aber wir haben direkt einen Zweier-Drop bekommen von Icon-SBC. Einmal diese Mid- oder Prime- Upgrade SBC so, eigentlich auch ganz cool. Habe ich noch nicht abgeschlossen, sieht aber halt auch nicht teuer aus, wenn man sich das hier anschaut. Mit ein paar Upgrade Packs bekommt man den eigentlich auch gut ercrafted. Aber wir hatten auf jeden Fall das Pack, das mit Icon Spielerwahl Pack, was in 1 Tag und 19 Stunden abläuft. Also ich glaube, sollte Sonntag ablaufen, ne? Oder Montag, ich bin mir gerade nicht genau sicher. Ich rechne mit, am Montag mit einer neuen Icon SBC, neben der Mid- oder Prime Icon Upgrade SBC. Kein Leak, keine News, wir haben noch nichts geleakt bekommen, Standpunkt jetzt. Kann mir nur vorstellen, dass auf jeden Fall EA jetzt nicht wartet, bis erst die abgelaufen ist und dann neuen Icon-Content droppt, was sie halt auch natürlich machen können, hoffe ich aber nicht. Ich hoffe, dass sie vielleicht, weiß ich nicht, wieder zweimal wiederholbar das Mid- oder Icon-Spielerwahl nochmal droppen für zweimal als Limit oder vielleicht ein Prime-Icon-Pack zweimal droppen, also kein Spielerwahl, sondern einfach nur ein Prime-Icon-Pack, was man dann ein oder zweimal abschließen kann, neben, sage ich mal, diese Mid- oder Prime-Icon-Upgrade-SBC. Bin ich auf jeden Fall auch gespannt. In 1 Tag und 19 Stunden läuft auch die Future-Star-Wiedersehen-SBC ab und die Wundertüte. Und jetzt in der Woche bekommen wir halt wieder Content und es ist eigentlich der Zeit, warum ich auch so viel Trading-Content bringe, was ganz einfach damit verbunden ist. Keine Ahnung, wann die Aliens das letzte Mal so leicht gemacht hat mit dem Traden. So, man kann halt jede Woche, oh, falscher Link, Jungs, tut mir leid, man kann halt jede Woche in Inform-Karten investieren, sagen wir mal ab 79er Rating so von mir aus, für 11.750 maximal würde ich hier einkaufen bei den 79ern. Bei den 81ern könnt ihr bis 12.000 maximal reingehen. Ihr seht, die liegen hier alle bei 14 plus. Die beiden, die gerade in den Packs sind, liegen bei 12, werden die Tage dann auch Richtung 14.000 easy gehen. Könnt ihr euch beide einpacken für 12.000. Auch ein 82er könnt ihr euch hier für 12.000 einpacken. Natürlich umso günstiger, umso besser. Und 83er Informkarten könnt ihr euch unter 13.5 einpacken. Und nehmt ihr euch alle mit. Zum Beispiel, ich habe mir, ich kann es euch auch im Hintergrund einmal zeigen, habe mir nicht mal viele Informkarten eingepackt. Hübner war für, ich glaube, 12.000 auf dem Markt. Habe ich mir ein paar Mal mitgenommen. Da kam auf einmal die Wundertüte, oder nee, da kam die 85x3 SBC mit zwei Informkarten als Anforderung. Und er war auf einmal hier 17.000 wert und ja, da habe ich meine Coins easy gemacht. Waren jetzt nur 3.000, 4.000, 5.000 Coins mit einer Karte leider Gewinn, aber war auf jeden Fall auch nicht schlecht. Den hatte ich mir Beispiel auch für 11.000 mitgenommen. Dann habe ich mir Gilo Bocci für 10.750 mitgenommen und ihr seht auch hier, um die 13.000 weggehauen. Ist jetzt nicht viel, aber auf die Masse kommt sie auf jeden Fall an. Deswegen Informkarten könnt ihr euch immer, vor allem so 79er Informkarten oder
Also wir können mal auf Foodpanda schauen, was ist denn hier am Start? 79er Holtmann, der Kollege, Gilo Bocci oder wie sie alle heißen, probiert sie euch unter 11.000 mitzunehmen. Kommt die Woche jetzt wieder irgendein SBC mit ein, zwei Team of the Week Anforderungen, liegen die ganz schnell wieder bei 13.000 bis 14.000. Auf die Masse kommt es an, da macht man auf jeden Fall vielleicht 1.500 Coins bis 2.000 Coins Gewinn. Habt ihr davon, sagen wir mal, 80, 90 Stück gekauft, macht ihr da auf jeden Fall einen viel höheren Profit. Oder ihr geht halt auf 81er Karten, die können halt, wie ihr gesehen habt, bei Hübner ganz schnell auf 17.000 springen. Kommt halt auf, also muss man halt auf eine passende SBC hoffen. Und vor allem, wenn die Woche eine SBC kommt, sowas wie vielleicht nochmal ein 85x3 Ding, wird es auf jeden Fall beliebter werden, weil das Road to the Final Event auf jeden Fall beliebter ist als das Future Star Event. Das kann man auch hier an den Preisen erkennen. Natürlich sind das Live-Karten, aber auch viel interessantere Karten. Wir haben Ansu Fati bei fast 500.000, ein Mané bei 1,5 Millionen, ein Lorente bei 680.000, Havertz bei 220, Telles bei 250, Kimpembe bei 1,3 Mio und Renato Sanchez bei 1,6 Millionen Coins. Also das sind unglaubliche Preise, auch ein Bale bei 400.000. Wenn diese Karte geupgradet wird, liegt der nicht mehr lange halt bei 18.000, 19.000 Coins. Ist auf jeden Fall eine interessante Karte auch für die Zukunft als Investment. Muss man mal im Auge behalten. Ja, so viel auch dazu, in was ich investieren werde. Ich werde, glaube ich, so ein Stück 84er mitnehmen, die ich halt auch sehr interessant finde. Ich habe es euch letzte Woche vorgemacht. Ich habe mir ein Grealish, weiß ich nicht wie oft, für 5.000 Coins geholt. Habe alle für 6.000 bis 7.000 Coins wieder weggehauen. War jetzt kein geiles, kein gutes Investment. Da hatten wir auf jeden Fall schon bessere Investments. Aber ihr seht, Grealish, es gab wieder unter 5.000. Kommt ein League nur. Ey, Beispiel, Montagabend kommt ein League. Wundertüte 3.0 kommt zum Beispiel. Ist einfach nur ein Beispiel. Und dann kann diese Karte ganz schnell wieder bei 6.000 plus liegen, nur als Leak, kann diese Karte dann ganz schnell wieder bei 6.000 plus stehen. Zum Beispiel, Wundertüte wurde geleakt, Grealish geht von 5.000 auf 6.500 hoch, nur weil es ein Leak war. Wenn ihr euch den heute Abend mitnehmen könnt und der Lightning Round für 4,5, 4,6, nehmt den euch auf jeden Fall mit. Macht ihr nichts falsch, dann habe ich noch einen Philippe zum Beispiel für euch, also einfach linkbare 84er, der auch mal ganz schnell auf Richtung 6.500 bis 7.000 geht, wenn eine gute SBC kommt. Auch hier nochmal 200-300 Coins runter und einpacken. Dann haben wir Luke Shaw, der sollte bei so 5 bis 6 liegen, oder? Ja, 5,6. Liegt halt sehr, sehr oft bei, ihr seht's, bei 7.000 bis 8.000 Coins, wenn eine gute SBC kommt. Hier auch nochmal 200, 300 Coins runtergehen und drauf lossnipen. Henderson könnt ihr auch machen. Einfach unter 6.000 mitnehmen. Acuna haben wir auch noch am Start. Liegt gerade bei 4,7. Vielleicht unter 4,5 oder so. Macht man auch nichts falsch mit. Also einfach Karten einbauen, die man auf jeden Fall öfter in den SBC-Lösungen sieht. Da seht ihr, die steigen auch gerne mal etwas höher an als normale 84er, wie zum Beispiel ein Zirsch. Ich bin gleich nochmal kurz unterwegs, also gleich nicht, ich gehe jetzt gleich schlafen. Ich nehme es gerade am Freitag um 0 Uhr auf, also schon Samstag in der Nacht. Jetzt, wenn ihr das Video seht, werde ich wahrscheinlich erstmal unterwegs sein, wieder Oma und Opa besuchen und dann probiere ich abends, wenn ich früh genug zu Hause bin, wieder live zu sein auf Twitch. Folgt mir gerne auf Twitch, würde mich freuen. Wir greifen auf Twitch die 15.000 an, es läuft da wirklich sehr, sehr gut. Und dann würde ich sagen, bin ich erstmal raus, schönen Samstag, haut da rein und ciao, ciao. That you'll never be lonely. Be the fan, that's what they call me. Promise that you